Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal, nämlich dem Dinosaur Death Race. Ja Leute, endlich wieder ein Jurassic World Evolution Rennformat hier auf meinem Kanal, bei dem ihr teilnehmen könnt und auch was gewinnen könnt. Denn die beiden Gewinner vom Gewinnerteam können ja jeweils einen 5 € Amazon-Gutschein gewinnen. Und natürlich haben sich auch die Regeln hier stark verändert zu den Rennformaten zuvor. Das musste aber auch sein, weil wir mittlerweile ein Schadensmodell im Spiel und die Fahrphysik der Fahrzeuge hat sich auch enorm verändert. Ihr seht aber, wir treten wieder mit 10 Fahrzeugen an. Allerdings werden diese nicht genau gleichzeitig losfahren. Ihr seht ja hier zwischen auch schon so eine Mauer. Aber warum das so ist, dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt erstmal zu den Teams hier. Von links nach rechts. Ich gehe jetzt extra mit der Maus noch nicht da drüber, weil die schon Namen haben. Hier links haben wir Team Blau, Team Rot, Team JWE, Team Retro und Team Orange. Das ist ja alles wie gehabt. Und deren Teamkollegen stehen halt schon dahinter bereit. Das heißt, die beiden blauen Jeeps, hier vorne der und der da hinten, ich gehe jetzt mit der Maus halt nicht drüber, ich kann es euch leider nicht ganz zeigen, die fahren auf jeden Fall zusammen in einem Team und werden dann am Ende eine addierte Punkteanzahl haben. Und das Team mit den meisten Punkten dann wird auf jeden Fall hier den Sieg holen. Ja, kommen wir mal zu den Leuten, die hier heute teilnehmen. Ich habe mich für die erste Runde für meine Mitglieder von meinem Kanal, also die VIPs, entschieden, dass die hier teilnehmen und ja, ihr unterstützt mich. Deswegen habt ihr jetzt die Ehre, das erste Death Race zu bestreiten. Ich habe das Ganze natürlich ausgelost. Die Leute, die Premium-VIP sind, haben die dreifache Chance gehabt. Die Leute, die Elite-VIP sind, die fünffache und die normalen VIPs die einfache. Ich werde es später dann so handhaben, dass wir ein Team, zum Beispiel Team Orange, dann zum VIP-Team machen, so wie wir es vorher auch gehandhabt haben. Damit auch die normalen Leute, die keine VIPs sind, hier eine hohe Chance haben mitzumachen. Aber kommen wir jetzt mal zu den heutigen Teilnehmern. Da haben wir den ersten Kandidaten bei Team Blau, das ist Markus. Auch schon sehr lange VIP bei mir auf dem Kanal. Der erste für Team Rot, das ist Dr. Agen. Dann haben wir Daniel für Team JWE. Und der erste für Team Retro, Master Jurassic. Und Team Orange tritt als erstes an mit Dreadnoctus JWE. Und jetzt kommen wir zur zweiten Reihe. Das sind die Teamkollegen von den Leuten hier vorne. Da haben wir den ersten für Team J. Nee, Team Retro ist das. Das ist Thomas Fuchs. Dann haben wir Lela 2480 für Team Blau. Für Team Orange der zweite, das ist Dragon Boy 8406. Team Rot, da haben wir Modern 55. Und der letzte Teilnehmer, das ist Shadowclaw für Team JWE. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr werdet heute am ersten Death Race teilnehmen. Kommen wir doch gleich mal zu den Regeln, weil die haben sich enorm verändert. Früher war ja das Ziel, ins Ziel zu kommen. Ist es immer noch. Allerdings bekommt man auch Punkte, wenn man nicht ins Ziel kommt. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich relativ simpel. Die Kandidaten, also als allererstes fahren hier diese 5 los. Die müssen dann leider noch warten, hier die hinteren 5. Die fahren nämlich als zweite Fuhre sozusagen los. Das habe ich einfach gemacht, damit wir nicht so ein Durcheinander haben und damit das Ganze auch noch ein bisschen spannender wird. Genau, die fahren einfach los und dann gibt es bestimmte Bereiche, die sie passieren müssen. Hier seht ihr zum Beispiel eine 1. Das ist der erste Punktebereich. Wenn man in diesem Gehege ausscheidet, bekommt man leider nur einen Punkt. Das ist das Gallimimus-Gehege. Hier sind einige Gallis, die einen aufhalten und die können wirklich schon ganz schön fies sein. Ich meine, wenn man sich hier durchquetschen will, das wird schwierig, weil ihr seht ja, die stehen total im Weg rum und dabei kann man halt wirklich auch schon kaputt gehen, weil mittlerweile gehen ja die Fahrzeuge, können ja komplett zerstört werden und dann ist man halt logischerweise ausgeschieden. Und wenn man in diesem Gehege ausscheidet, bekommt man leider nur einen Punkt. Das Rennen geht dann weiter. Hier ist das zweite Gehege. Dort haben wir ganz, ganz fiese Ramböcke, nämlich den Nasutoceratops. Ich glaube 7 Stück oder so. Wenn man in diesem Gehege ausschaltet, bekommt man logischerweise 2 Punkte. Also das Prinzip ist, denke ich mal, relativ verständlich. Hier haben wir das Ziegengehege. Das ist auch gar nicht ohne, also unterschätzt das nicht. Hierfür gibt es 3 Punkte. Die Punktanzahl bekommt man übrigens immer, wenn man das Gehege betritt. Sobald man hier diese Tür überschritten hat, hat man 3 Punkte sicher. Also man muss das Gehege nicht schaffen, damit man 3 Punkte bekommt. So, und das zieht sich dann hier noch so ein bisschen weiter. Ich will euch jetzt auch gar nicht alle Gehege genau vorstellen. Die werdet ihr dann hoffentlich gleich im Rennen sehen. Hier haben wir auf jeden Fall ein sehr großes Gehege. Hierfür gibt es 4 Punkte.
Dann haben wir hier nochmal auch ein sehr interessantes Gehege. Hierfür gibt es 5 Punkte. Nächste Gehege 6 Punkte. 7 Punkte. 8 Punkte. Ich glaube, das hier ist super schwer, das Gehege. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kandidaten das schaffen sollten. Und hier vorne ist dann die Ziellinie. Wenn man die Ziellinie passiert, bekommt der Erste, der schafft, 5 Punkte, der Zweite 4, der Dritte 3 und so weiter und so fort. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, dass die Kandidaten das hier schaffen werden. Ich habe es vorher nicht getestet und deswegen weiß ich das nicht. Aber ich denke mal, das ist relativ verständlich. Also man bekommt halt, wenn man in einem bestimmten Gehege ausschaltet, die jeweilige Punktzahl, die an dem Gehege dran steht. Und wenn man das Ziel passiert, bekommt man halt nochmal ein paar Bonuspunkte. Und die zweite Fuhre fährt dann halt als zweites los, sobald die ersten Jeeps alle ausgeschieden sind oder das Rennen geschafft haben. Die haben es dann allerdings noch schwieriger, weil die müssen natürlich noch mit den Wracks von den vorigen Kandidaten kämpfen. Die müssen sich halt da auch noch vorbei sneaken. Also es wird, denke ich mal, eine sehr spannende Sache. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Die Punkte werden dann am Ende zusammen addiert. Das heißt, wenn Markus zum Beispiel zum dritten Gehege kommt, 3 Punkte macht und die Lela zum ersten Gehege leider nur kommt, dann haben die insgesamt am Ende 4 Punkte und das Team mit den meisten Punkten am Ende holt dann hier den Sieg. So Leute, genug gequatscht. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr habt es jetzt einigermaßen verstanden. Ansonsten wird sich das, denke ich mal, während des Rennens erklären. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ganze jetzt hier sein wird. Ob es spannend ist, ob die Kandidaten alle im ersten Gehege ausschalten. Habe es, wie gesagt, nicht getestet. Aber das tun wir genau jetzt. Jetzt geht's nämlich los. Die Kandidaten starten hier alle gleichzeitig. Und die bauen hier schon einen Unfall. Okay, haben sich aber noch nicht Schaden zugefügt. Ihr seht jetzt übrigens auch immer den Zustand, wenn ich darüber hover mit der Maus. Ich hoffe, die fahren jetzt hier nicht irgendwo... Oh, wieder ein Unfall, aber auch kein Schaden. Alles gut gegangen. Dreadnoctus und Dr. Eggen sind hier zusammengestoßen. Und die Führung übernimmt jetzt Master Jurassic. Ist im ersten Gehege bei den Gullies. Und wow, kommt hier richtig gut durch. Okay, das hat er super geschafft. Dahinter jetzt gefolgt. Oh, der Markus hat hier schon einen Unfall gebaut. Kriegt aber keinen Schaden. Das ist ja krass. Danach Daniel, danach Dreadnoctus. Und Dr. Eggen. Oh, jetzt kommen hier aber die ersten Schaden. Oder Schäden. Oh, ihr seht das schon. Das ist jetzt ganz schön fies. Oh mein Gott. Den Daniel hat es voll erwischt. Aber es ist noch nicht so schlimm. Also ihr seht schon. Oh Gott. Oh, die Gullies machen ja richtig ernst. Markus hat jetzt nur noch 65 Leben. Ich weiß, wir haben noch einen vorne. Aber ich will das hier gerade eigentlich sehen. Oha, die Kandidaten müssen jetzt zusehen, dass sie hier rauskommen. Aus dem Gehege. Gehen mal weiter nach vorne. Wie geht's denn unserem ersten Führenden? Oh, der ist schon im Gehege 3 mit 100% Zustand. Was ist denn hier los? Master Jurassic kriegt jetzt aber hier von der Ziege einen mit. Und noch einen mit. 95 jetzt nur noch. Also das Ziegengehege macht ihn hier ein bisschen zu schaffen. Ich spring nochmal eben zurück. Das ist halt immer ein bisschen problematisch, dass ich nicht alles beobachten kann. Aber das ist dann leider so. Daniel hat es mit 69 Leben jetzt auch ins... Oh Gott, Nasuto Ceratops-Gehege geschafft. Dass du jetzt hier stehen bleibst, Daniel, ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil die können dich richtig wegrammen, die Nasuto Ceratopse. Du musst hier raus. Oh Gott. Die anderen sind immer noch im Gallimimus-Gehege. 64. Okay. Dr. Eggen hat es jetzt geschafft mit 90%. Daniel hängt immer noch fest. Oh, und der hat hier direkt neben sich einen Nasuto Ceratops. Wird jetzt hier weggerammt. Nur noch 39% Leben. Oh Gott, Daniel, du musst hier unbedingt raus. Ich will nochmal ganz kurz zur Spitze springen. Wo ist der denn schon? Okay, der ist schon vorne im vierten Gehege, so wie es aussieht. Das ist übrigens ein großes Pflanzenfressergehege mit sehr vielen Sauriern. Das ist echt ein Problem, dass ich gerade nicht alles verfolgen kann. Aber er schleicht sich hier super durch die ganzen Saurier, der Master Jurassic. Richtig gut gemacht, hat aber noch einiges vor sich. Also wenn ihr mal guckt, da kommen noch einige Dinosaurier. Unter anderem jetzt hier Euoplocephalus. Ich springe aber nochmal ganz kurz nach hinten. Ich hoffe, das ist einigermaßen angenehm für euch zum Zuschauen. Oh Gott. Okay, Daniel hat es geschafft. Daniel hat es geschafft mit 39%. Und da hinten findet richtig ein Gemetzel statt. 53%, 90%. Die beiden sind aufeinander gestuckt. Und hier sind überall Nasuto Ceratops. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, hier werden die ersten ausscheiden. Im zweiten Gehege schon. Oha, oha, oha. Wir springen wieder zur Führung. Ich komme einfach gleich zurück und guck mal, ob irgendwelche Fracks da noch vorne sind. Kann ich eigentlich auch pausieren? Wartet mal. Testen wir mal ganz kurz. Wo ist er denn jetzt hier schon?
Ist er jetzt hier schon durch? Warte mal. Ah ne, dann springe ich hier wieder zurück. Okay, das funktioniert leider nicht. Oh, hier ist ein Pachi ausgebüxt. Macht nix. Wo ist er denn jetzt hier? Der ist schon hier vorne. Der ist schon in Gehege 5. Team Retro mit Master Jurassic mit 88% Leben. Gehege 5 ist übrigens mit Gyrosphären, Jurassic Touren und Baryonyxen. Aber der Master Jurassic, den interessiert das überhaupt nicht. Der fährt hier so durch. Jetzt geht's hier ins Gehege 6 ist es schon. Hier oben seht ihr es. Gehege 6 mit Spinoraptoren und dem Spinosaurus. Oh Gott. Jetzt wird's böse. Unbenutzbar. Master Jurassic ist ausgeschieden. Da hat er sich mit dem Falschen angelegt. Okay, das ging jetzt aber ratzfatz. Wir gehen mal schnell zurück, wo die anderen sind. Hier haben wir Daniel mit 35%. Auch im vierten Gehege jetzt. Wird jetzt aber hier von einem Pentaceratops fast zerstört. 6% Leben nur noch. 5%, 4%, 1% und damit ist Daniel im vierten Gehege ausgeschieden. Die anderen Kandidaten könnte ich mir schon vorstellen, dass die hier ausgeschieden sind. Nee, die leben alle noch. 7%, 58%. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier diese drei Kandidaten noch im Rennen. Dr. Agen, Dreadnoctus und Markus. Eieieiei. Also das Nasutoceratops-Gehege scheint hier wirklich ein Problem darzustellen. Oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus für Markus da hinten. 7% nur noch. Hängt er da an der Klippe fest. Dreadnoctus hat das jetzt hier super gemacht. Hat sich durchgeschlängelt und ist jetzt durch. Perfekt. Kommt ins Ziegengehege. Dr. Eggen und Markus hängen hier noch fest. Oh nein. Jetzt kommt auch noch einer von hinten, Dr. Eggen. 56%. Dreadnoctus ist soeben ausgeschieden, Leute. Im Ziegengehege, so wie es aussieht. Ja. Dreadnoctus wurde von den Ziegen zerstört. Wir sehen das zum Glück oben rechts, wenn wir gerade mal was nicht auf der Kamera haben. 47% noch. Markus 7%. Aber der hängt hier auch fest. Ihr seht das schon. Er versucht wegzukommen. Oh Gott. Dr. Eggen wird hier weggerammt. 16% nur noch. Also das Gehege hier mit den Nasutoceratopsen ist wirklich, wirklich fies. Diese Klippe hier vorne, also dieser Fels, macht es, glaube ich, echt nicht einfach. Aber immerhin liegen hier momentan noch keine Fracks in dem Gehege. Das heißt, für die zweite Fuhre gleich geht das noch klar. Okay, Dr. Eggen fährt. Oh, schießt jetzt hier vorbei. 11%. Hat es aber geschafft. Ist jetzt im Ziegengehege. Mit 11%, das ist nicht viel. Wenn jetzt eine Ziege gegen ihn läuft, könnte es das gewesen sein. Oh Gott. Oh Gott, da wird er schon gerammt. 10% nur noch. Immer noch 10. Die Ziegen stehen alle neben ihm. Jetzt hat er es geschafft. Aber er ist schon echt am Eiern. Guck mal an. Die Reifen, wie die eiern. Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Er fährt jetzt gut am Rand vorbei. Hat jetzt hier das dritte Gehege geschafft und ist damit im vierten Gehege mit 4 Punkten. Fährt jetzt hier über so Hugel drüber. Ich glaube, die machen auch nochmal Schaden. 8%. Okay. 2% Schaden hat er bekommen. Wir springen nochmal ganz kurz zu Markus. Dreadnoctus wurde echt von den Ziegen zerstört. Krass. Wo ist Markus? Oh nein. Okay. Das kann leider auch passieren, Leute. Markus ist leider weggeglitscht, aber der war auf jeden Fall im Gehege 2. Manchmal passiert das leider noch. Er hat es auch nicht mehr rausgeschafft. Er hat da festgesteckt. Deswegen bekommt er am Ende 2 Punkte. Für Team Blau. Ist immer sehr, sehr schade, dass manchmal die Fahrzeuge immer noch wegglitschen. Okay, Dr. Eggen. 6% kann das hier noch durch Gehege 4 schaffen. Bin sehr gespannt. Ist auch ein sehr schwieriges Gehege mit den ganzen Pflanzenfressern hier. Ihr seht ja, was da alles lauert auf ihn. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Da hat er Dr. Eggen einen Auffahrunfall gemacht mit der Keule von einem Euoplocephalus. Das war's. Kriegt jetzt hier nochmal einen drauf. Und damit sind die ersten Kandidaten durch. Ich würde sagen, wir rechnen noch gar nicht zusammen. Wir starten jetzt direkt die Runde für die zweiten Kandidaten. Das war ja schon mal megamäßig spannend. So, die zweite Fuhre geht los. Wen hatten wir hier nochmal? Thomas Fuchs, Lela, Dragon Boy, Modon und Shadowclaw. Los geht's. Jetzt geht's darum, Punkte zu sammeln. Für das Team, für den Sieg. Lela und Thomas Fuchs bleiben jetzt hier hängen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ihr seht ja, also, dass man es schafft, ist sehr unwahrscheinlich. Es geht eher darum, weit zu kommen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn man am Anfang irgendwie stehen bleibt oder sowas.
ist halt komplett anders als die anderen Rennformate damals. Das erste Gehege mit den Gullies kommt jetzt hier. Und, Shadow Claw bleibt jetzt hier hängen. Dragon Boy schleicht sich gut durch. Thomas Fuchs auch. Die bleiben jetzt aber auch hier hängen. Oh. Da wird schon der erste Kandidat weggerammt. Oh nein, er wird jetzt komplett weggeschoben. Da fliegen die ersten Jeeps. Okay, er hat aber... Die haben nicht viel Leben verloren. Alles entspannt. Okay. Das hat ja nochmal einigermaßen gut geklappt. Auch wenn sie da in die Luft befördert wurden. Okay, der erste, der jetzt in das Nasuto-Ceratops-Gehege kommt, ist Dragon Boy mit 100%. Ja, dieser Engpass hier ist sehr schwierig. Und hier schläft ausgerechnet auch noch einer. Eieiei. Hängen hier auch alle fest. Direkt am Eingang. Ah, das Feld ist aber noch alle dicht beisammen. Das ist schon sehr interessant. Okay, Dragon Boy traut sich in das Gehege. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Er wird hier direkt blockiert. Fährt jetzt hier vorbei. Das ist super. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Oh, Lela kriegt da Probleme. Wird leicht weggerammt. Dragon Ball hat es geschafft. Sehr gut gemacht. Wirklich. Die anderen Kandidaten sind jetzt hier komplett eingesperrt und blockieren sich auch gegenseitig. Oh Gott. Der Weg ist dicht, Leute. Sag's euch. Hier kommt kein Mensch durch. Also so wie die Nasuto-Ceratopser jetzt gerade stehen, ist es wirklich schlimm. Und wenn die jetzt anfangen loszurammen, und hier fangen sie an, oh Gott, jetzt geht's hier rund. Team Blau wird hier wieder komplett in die Mangel genommen. Thomas Fuchs hat hier auch richtig Probleme, wird hier weggeschoben. Oha. Vorne der führende Pferd. Oh, er wird jetzt hier eingeklemmt. Oh, Lela ist raus. Auch im zweiten Gehege. Wurde komplett zerquetscht von zwei. Shadowclaw wird jetzt hier auch weggedrückt. Aber Thomas Fuchs hat es geschafft. Leute, Shadowclaw ist jetzt hier richtig eingeklemmt. Hier ist jetzt auch noch das Wrack von Lela im Weg. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Modern hängt hier auch noch fest. Wir schauen mal ganz kurz an die Spitze. Ah ne, der Dreadnought, das war jemand anderes. Ich dachte gerade. Thomas Fuchs fährt jetzt hier durch das Ziegengehege. Dragon Boy ist jetzt schon im großen Pflanzenfressergehege. Also das Nasuto-Ceratops-Gehege scheint hier wirklich das schwerste Gehege zu sein von allen. Ah, kommt jetzt hier gut durch. Wir springen nochmal ganz kurz zurück. Bin echt gespannt. Thomas Fuchs ist jetzt hier auch dicht auf den Fersen. Nicht schlecht. Oh, ist hier wieder einer weggeglitscht. Oh nein, hier ist wieder einer weggeglitscht. Ach, Jurassic World Evolution. Modern hat's geschafft. Hier hing doch gerade noch einer fest zwischen den Fracks und sowas. Ah, das zählt leider dann auch als ausgeschieden. Ah, nee, der ist hier noch. Er ist nicht weggeglitscht. Alles gut, Shadowclaw. Ich habe ihn nur übersehen. Ist hier noch mit 46% am Start. Oh, ich muss das später echt gucken, wer weggeglitscht ist und wer nicht. Aber ich glaube, bis jetzt war es nur Markus. Oh Gott, die Keule vom Stego schwingt hier. Thomas Fuchs muss jetzt hier vorsichtig dran vorbeifahren. Hat er geschafft. Sehr schön. Haben wir hier noch einen Führenden? Man verliert hier echt schnell den Überblick. Oh Gott. Da gerade einer. Hier war doch gerade noch einer. Ich glaube, hier ist gerade einer weggeglitscht. Oha, das mit dem Wegglitschen ist echt ein Problem. Aber das war auf jeden Fall ein Gehege 4. Muss ich dann nachher im Schnitt gucken, was da genau passiert ist. Wir haben ja auf jeden Fall noch Modern 55. Ah, das ist natürlich das Doofe. Ich habe es halt nicht getestet vorher. Und ich wüsste auch gar keine Lösung dafür, dass die, wenn die wegglitschen, ist halt doof. Ich dachte, das passiert mittlerweile nicht mehr, weil sie ja zerstört werden. Aber Modern kommt jetzt hier super durch. Ich habe echt den Überblick verloren, wer hier vorne war und wer nicht. Aber werden wir hoffentlich gleich sehen. Oh, fährt jetzt hier voll gegen die Keule von dem Euoplocephalus. Oh, oh, oh. Das hat zum Glück nicht viel Schaden gemacht. 83% noch. Nicht schlecht. Wir haben 5 kaputte Jeeps. Und wie viele noch im Rennen? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich den Überblick verloren. Ich hoffe, wir kriegen das später mit den Punkten hin. Das ist halt echt doof, dass ich nicht alle gleichzeitig im Auge behalten kann. So, Modern kommt jetzt hier auf jeden Fall gut durch. Er ist, glaube ich, auch der Letzte, der noch im Rennen ist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Schlängelt sich jetzt hier super durch. Bleibt jetzt hier an dem Baryonyx hängen. Kriegt einen kleinen Hieb ab. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob ich noch einen anderen sehe. Der noch fährt. Da fährt noch.
Shadow Claw ist auch noch am Fahren. Der hat es geschafft. 11% noch. Hat GG3 jetzt hinter sich gelassen, so wie es aussieht. Nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Oh, Modern kommt hier super durch. Kann er hier es noch weiter schaffen als Master Jurassic? Da bin ich echt gespannt. Die Jurassic-Touren kriegen ja auch richtig Probleme mit den Baryonics. Okay. Also Modern hat echt noch viel Leben. 78%. Könnt ihr hier wirklich die höchste Punktzahl holen? Hat jetzt 6 Punkte sicher. Hier seht ihr die 6. Aber es gibt noch 2 weitere Gehege. Und ihr habt ja gerade gesehen, wie viel Schaden die Spinoraptoren und Spinos machen. Zum Glück sind die gerade alle am Fressen, die Spinoraptoren. Das ist echt praktisch. Ufer rechts vorbei. Oh nein, das ist nicht gut. Modern, das ist nicht gut. Nicht mit dem Spino anlegen. Oha. Du kannst es schaffen. Jetzt durch. In der Mitte durch. Perfekt gemacht. Sehr gut. Und dem hier auch ausgewichen. Das war richtig gut. Jetzt noch hier vorbei. Richtig knapp vorbeigefahren. Aber Modern hat es geschafft. Modern ist in Gehege 7. Nicht schlecht. Sehr gut, Modern. Bleib jetzt auf jeden Fall vorne bei dir, damit ihr die ganzen Gehege seht. Ich weiß, wir haben hinten noch einen Kandidaten, aber ich habe noch keine Todesmeldung gesehen. Kann aber sein, dass er weggeglitscht ist. Dann haben wir natürlich ein Problem, weil ich nicht weiß, wo. Modern 78 fährt hier super durch. Hat jetzt Gehege 7 geschafft. Bleibt jetzt aber nochmal am Felsen hängen. Na komm schon, Modern. Das soll doch jetzt nicht an dem Felsen scheitern. Oh oh, oh oh. Das war knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Der wollte ihn gerade holen. Habt ihr das gesehen? Jetzt geht's ins letzte Gehege. Du hast 8 Punkte sicher, Modern. Richtig, richtig gut. Und er schlängelt sich hier bei den ganzen Rexys durch. Das sind wirklich viele. Macht er aber super, wirklich. Oh Gott. Boah, das war richtig knapp. Oh, jetzt kriegt er den Hieb mit. 69% Leben. Bleibt jetzt hier stecken. Das ist immer sehr problematisch, wenn man hier stehen bleibt. Er nimmt hier, glaube ich, Fahrt auf. Achtet auf den Rex hier. Oh, 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 er kommt. Er kommt. Und er rammt ihn weg. 5% noch. Gib Gas. Modern, gib Gas. Nur noch 5% Leben. Du kannst es schaffen. Oh mein Gott, Modern, du kannst es schaffen. Ein Rexy nur noch. Der Schweif hat ihn fast weggerammt. Aber er hat es geschafft. Modern schafft es mit 5% über die Ziellinie. Davon gibt es einen Applaus. Wow, Modern. Nice one. Gut gefahren. Haben wir hier noch unseren Shadow am Start? Shadow ist auch noch am Start. Guckt euch das an. Shadow Claw mit 7% Leben. Schafft es jetzt hier auch. In das 7. Gehege. Oh mein Gott. Okay, das ist echt spannend. Krass, was hier passiert. Fährt jetzt hier den Berg hoch. Muss ich gleich auch beeilen. Ihr habt gesehen, wie wütend die Chachas hier sind. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und, boah, er... Das war richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Durch die Lücke durch. Bleibt jetzt hier hoffentlich nicht auch hängen. Ein paar außenrum. Nicht, nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Okay, Shadow Cloud's geschafft. 6%. Uff. Richtig knapp. Sehr schön. Du hast es geschafft, Shadow Claw. Damit bist du auch im letzten Gehege. Jetzt kommen die Rexys nochmal. Wenn du dich jetzt durchschlängelst, kannst du es ja auch noch schaffen. Oh, knapp. Komm schon. Gib Gas. Noch wurde er nicht getroffen. Oh, er schafft es auch. Er schafft es auch. Mit 6%. Herzlichen Glückwunsch, Shadow Claw. Wow. Hattest du nicht nur 10% nach dem Nasuto Ceratops Gehege? Wow. Okay, das war krass. Das war richtig, richtig krass, Leute. Oha. Also wir haben hier Master Jurassic mit 6 Punkten, sehe ich auf die Schnelle. Dr. Agen mit 4. Daniel auch mit 4. Dreadnoctus mit 3, Leela mit 2 und die anderen scheinen alle leider weggeglitscht zu sein. Ich werde jetzt mal eben mir das Ganze angucken und zusammenrechnen, wer hier gewonnen hat. Und dann sprechen wir nochmal so ein bisschen über das Format und schauen mal, wie das Ganze bei euch ankommt. So Leute, dann kommen wir schon zur Siegerehrung. Ich habe mir das Ganze angeguckt und zusammengerechnet
Und es gab tatsächlich nur eine Unklarheit, aber zu der kommen wir gleich. Wir fangen jetzt erstmal bei dem Team an, was leider heute am wenigsten Punkte gesammelt hat. Das ist Team Blau, das ist einmal der Markus und die Lela. Die sind leider beide im zweiten Gehege ausgeschieden, haben damit insgesamt nur 4 Punkte. Auf dem vorletzten Platz haben wir heute Team Orange mit Dreadnoctus und Dragon Boy. Das Problem ist bei Dragon Boy, der ist irgendwann weggeglitscht. Den letzten Stand, den wir haben, wo wir ihn gesehen haben, war Gehege 4 und dann war er auf einmal weg. Also ich habe ihn jetzt erstmal dafür 4 Punkte gegeben, weil ich halt nicht weiß, bis wohin er gekommen ist. Aber ich gehe davon aus, dass er relativ schnell ausgeschieden ist, weil ich ihn sonst noch gesehen hätte. Deswegen habe ich ihn jetzt 4 Punkte gegeben, aber es hätte sowieso nichts geändert. Also kann auch sein, dass du 5 oder 6 Punkte hattest, hätte aber keinen Unterschied gemacht. Also ist alles gleich geblieben. Also 4 Punkte für Dragon Boy und für Dreadnoctus gab es 3 Punkte. Insgesamt 7. Dann kommen wir zum dritten Platz. Da haben wir Team Retro, nämlich Master Jurassic. Der hat einmal 6 Punkte gesammelt, ist bis zum 6. Gehege gekommen, ist gegen einen Spinoraptor ausgeschieden. Und dann haben wir Thomas Fuchs. Der hat es leider nur zum 4. Gehege geschafft. Man hat es gesehen, er ist auch weggeglitscht leider, aber man hat gesehen, dass es im 4. Gehege war. Und dann kommen wir schon zu Platz Nummer 2. Und das war richtig, richtig knapp, kann ich schon mal sagen. Platz 2 belegt heute Team JWE. Da haben wir Daniel und Shadowclaw. Der Daniel, der hat in der ersten Runde 4 Punkte geschafft. Und der Shadowclaw, der hat das Rennen beendet. Hat dafür 8 Punkte für die Gehege bekommen. Und weil er es als zweites beendet hat, hat er insgesamt 4 Punkte bekommen. Hätte er es als erstes beendet, hätte er 5 Punkte bekommen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Punkte plus 8 Punkte plus 4 Punkte. Das ergibt 16 Punkte. Und dann kommen wir schon zum heutigen Siegerteam. Das ist logischerweise Team Rot mit Modon und Dr. Eggen. Dr. Eggen ist im 4. Gehege ausgeschieden, hat insgesamt 4 Punkte gesammelt. Und Modon hat wirklich eine klasse Leistung hier gemacht. Mit 5% Leben hat er das Rennen beendet. Als erster bekommt dafür 8 Punkte für die 8 Gehege und 5 Punkte für den Sieg. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Punkte plus 8 Punkte plus 5 Punkte. Das ergibt 17 Punkte und damit hat Team Rot mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Modon und Dr. Eggen. Ihr beide könnt mir gerne schreiben im Discord, dann bekommt ihr euren 5€ Amazon-Gutschein. Und jetzt ist es ganz wichtig, Leute. Falls euch dieses Projekt gefallen hat und falls davon mehr kommen soll, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren oder mit einem Däumchen wissen. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben oder einfach ein Däumchen runter da lassen, damit ich Bescheid weiß, ob ich dieses Format weitermachen soll oder nicht. Brauche halt so ein kleines Feedback von euch, das wäre super, super lieb. Und falls ihr dann mal teilnehmen wollt, falls das Projekt halt weitergeführt wird, wenn es gut bei euch ankommt, dann müsst ihr einmal einen sehr lustigen Hashtag unten in die Kommentare schreiben, nämlich Hashtag DDR, Dinosaur Death Race. Nicht für das, was ihr jetzt wieder denkt. Ja, ist ein bescheuerter Hashtag, ich weiß, aber trotzdem ein passender Hashtag, denke ich. Und beim nächsten Mal werden wir es dann so machen, dass wir ein VIP-Team haben werden. Das heißt, eine Farbe von den Teilnehmern hier, zum Beispiel Team Blau, wird dann das VIP-Team sein. Die haben dann, da haben dann meine Unterstützer, meine Mitglieder von dem Kanal nochmal eine besondere Chance hier teilzunehmen. Und ich würde sagen, das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge oder sowas für das Format habt, könnt ihr sie auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr eine Lösung für diese ganze Glitch-Geschichte oder so. Aber Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.